Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zurück bei Nick Frei zockt Fußball Manager 13. Jetzt fragen sich einige, wie, was, wie, wo, hä? Schon wieder ein Part 1, hast du gerade aus dem Part 1 rausgehauen mit Mainz. Das stimmt, aber ich habe vor, zwei verschiedene Fußballmanager-Let's Plays parallel laufen zu lassen, denn, wie war so die Meinung, fängt schon wieder mit einem Top-Verein an, ja, und das ist ja auch keine richtige Karriere, die ich da spiele. Und irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe so diese doofe Idee gekriegt, du könntest eigentlich noch ein zweites Fußballmanager-Projekt laufen lassen, was ein bisschen anders ist. Das eine halt Bundesliga, für die, die sagen, Regionalliga gucke ich mir nicht an. Und das andere für die Leute, die sagen, mich würde es mal interessieren, wie holst du so einen kleinen Verein vielleicht, ne? Die fangen ja meistens mit Schulden an, haben keine guten Spieler, dann sind die Verträge, die permanent auslaufen und so weiter und so fort. Wie macht man das am besten? Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Manche haben auch geschrieben, gründe doch einen eigenen Verein. Ja, also Verein gründen kann man ja auch. Da haben auch manche geschrieben, gründe einen eigenen Verein. Ich muss ganz ehrlich sagen, ist nicht so meins. Ich habe überlegt, gehe ich hier im Standardmodus hin und wähle mir den FC Krai aus. Das ist irgendwie ein Regionalliga-Club in der Regionalliga West. Das Besondere am FC Krai ist, der ist aufgestiegen in der Saison 2012-2013. Also der ist da in die Regionalliga gekommen und stellt von den Mannschaften, die ich sozusagen in meiner Datenbank ausgewählt habe, die spielschwächste Mannschaft im Fußballmanager. Also sprich, die Stärke der Top 11 ist die geringste. Ein schönes Beispiel zum Beispiel, ich habe ja einen Waldhof-Mannheim-Spielstand für mich privat und habe ein Freundschaftsspiel gegen FC Krai gemacht und habe 6-0 gewonnen. Ja, beides Regionalligisten, aber da ist es nochmal ein Klassenunterschied im Prinzip. So, ich habe überlegt, ob ich den auswähle, aber dann habe ich gedacht, naja gut, das ist ja mal wieder, das ist ja kein Karrieremodus. Ist ja blöd. Ich will eine richtige Karriere spielen, ich will in der unteren Liga starten. Ich will auch mit den Mitarbeitern des Vereins starten. Das heißt also, auch wenn es massive finanzielle Probleme gibt deshalb. Und im letzten Spiel, wo ich ziemlich weit unten angefangen habe, da hatte ich das hier weggemacht und habe mit Wormatia Worms gespielt, im Fußballmanager 14 wohlgemerkt. Und dort, den Aufstieg geschafft, aber wie soll ich es am besten ausdrücken? Da ich ohne Gesamtstärke und ohne Talentsterne gespielt habe, fanden das viele gar nicht so toll. Und Regionalliga fanden viele auch nicht so toll. Und dann war das ein relativ schlecht laufendes Projekt. Und dann wurde ich darum gebeten, das doch zu ändern. Dann habe ich dann eben nach der Saison Aufstieg geschafft und so weiter. Und da habe ich dann versucht, im Fußballmanager 14 eine Karriere zu spielen. Habe dann die erste Saison ja simuliert, habe in der zweiten angefangen, eine Karriere zu spielen mit dem gleichen Manager. Und das Blöde war, da hat er sich dann verabschiedet. Aber so richtig verabschiedet. Da ging kein Spielstand mehr zu laden. Also kein einziger. Jetzt im Fußballmanager 13 hatte ich mit Bremen was Ähnliches. Allerdings, ich konnte ihn laden. Ich kam dann nicht über einen gewissen Tag drüber. Also das war dann schon mal ein großer Unterschied zwischen nicht laden können und laden können, aber es geht nicht weiter. So, und aus dem, was ich dort falsch gemacht habe, habe ich dann ein bisschen gelernt. Also wir sind hier weiterhin im Fußballmanager 13, weil der 14er ein bisschen, also der hier hat wenigstens 4 Patches bekommen und ist relativ stabil mittlerweile und zickt doch nicht rum beim Saisonwechsel von der ersten in die zweite Saison, soweit ich weiß. Also da sollte alles jetzt wieder pari sein, alles gut sein. Deshalb spielen wir einen Karrieremodus unterer Liga mit Talentstern. Und mit der Standard-EA-Datenbank, mit uneingeschränkten Transferbudgets. Und ich weiß nicht, also wenn wir unten anfangen, ist es blöd, mit zukünftigen Transfers zu spielen, weil da ist eigentlich so die halbe Mannschaft weg, ein Regionalliga-Clubs da wird transferiert wie bekloppt. Und wenn dann natürlich eine halbe Mannschaft am Saisonende geht, hat man durchaus Motivationsprobleme.
gegen Saisonende und so weiter, weil die alle nicht mehr motiviert sind. Deshalb lassen wir das weg. Da unten kennen wir sowieso die Transfers nicht alle in- und auswendig. Und auch wenn da Daten drin sind von den Spielern, dürften wir die wenigsten davon kennen. So, als Länderauswahl habe ich nochmal was gemacht. Und zwar, also die ganze Zeit hatte ich ja, ihr Rechner wird hier am Limit arbeiten. Und dann hat mir ja Nokrin geschrieben, ja, so wird das nix. Da laufen Daten so voll, dass du da nicht lange Spaß mit hast. Also bin ich den Schritt runtergegangen bis auf, ist für den Rechner in Ordnung, also 17 vollständige Ligen mit 26 Jugendligen. Ich habe da Belgien dabei, ich habe Deutschland bis in die Regionalliga. Ich habe England, ich habe Frankreich, ich habe Italien, ich habe die Niederlande, ich habe Österreich, ja, damit ich dort vielleicht auch vorbeischauen kann irgendwann mal. Ich habe Portugal, ich habe die Schweiz und ich habe Spanien, allerdings nur noch die erste Liga, keine zweite Liga und das war's. Ich bin auch am Überlegen, weil wir in der Schweiz ja eigentlich auch schon aktiv waren und weil wir ja Österreich mit dabei haben, ob ich die Schweiz wegmachen soll und soll dafür vielleicht ein Land wie Schweden nehmen oder wie Norwegen. Norwegen ist die Tippenliga. Und das ist die Alveskan-Liga oder wieder Alveskan-Liga. Keine Ahnung, wie man das genau ausspricht. Also bisher hatte ich immer beide mit dabei. Aber dann bin ich ja hier, ne? Limit, ne? Das ist natürlich alles so eine Sache. Also ich würde sagen, wir nehmen vielleicht noch die Tippenligen dazu. Und haben dann auch noch Norwegen anstatt die Schweiz. Die haben erstens mehr Clubs. Und zweitens, die Schweiz, die habe ich ja mit dem Grasshoppers Zürich zwei Saisons praktisch schon erkundet. Ich weiß nicht, ob wir da nochmal rein müssen, unbedingt. Auf der anderen Seite, ach Gott, Norwegen, komm, machen wir die Schweiz. Das sind alles Länder, die dann entweder direkt an Deutschland angrenzen, mit Schweiz, Österreich, Belgien. Und dann noch die drei großen Fußballnationen, Niederlande natürlich auch noch angrenzend, Österreich angrenzend, Portugal, ist ja eigentlich das sechste, oder das, also was sind die großen? Die großen sind England, also Spanien, England, Deutschland, Frankreich, Italien und das sechste Land, was dann kommt in der Weltrangliste als Top-Club ist eigentlich, also als Top-Nation ist Portugal. Das heißt, die in ihrer Liga ist nicht so unbedeutend. Das ist ja die sechstgrößte sozusagen oder die sechststärkste Liga der Welt. Ja, und also mit denen, wie gesagt, will ich anfangen und da haben wir 17 Ligen. Der Rechner läuft nicht am Limit. Das ist natürlich auch was Schönes. Da können wir vielleicht dann wirklich mal 20 Saisons durchzocken. Ist halt wirklich die Frage, wie das Ganze hinhaut. Ja, so, und ich habe den Manager hier schon mal voreingestellt. Den habe ich extra erstellt, den Nick Frei Level 1 mit 0 Punkten. Den habe ich extra erstellt, eben für eine neue Karriere. Und man sieht auch hier oben, ne, der hat schon 30 Punkte, weil da spiele ich immer wieder mal. Ich spiele da nicht so häufig mit, aber ich spiele immer wieder mal. Und hier habe ich ja immer alle ausgewählt, dass wir Angebote von der ganzen Welt kriegen. Und wenn man da untere Liga auswählt, kann es natürlich passieren, die unterste Liga in Spanien ist eben die erste Liga in Spanien. Und da kann es dann durchaus passieren, dass man da irgendwie Platz 15 der spanischen ersten Liga übernimmt. Und das ist ja nicht unten angefangen. Das ist ja, naja. Deshalb wählen wir hier Deutschland aus und dann starten wir garantiert, glaube ich, in der Regionalliga, soweit ich das weiß. So, Privatleben sollten wir, glaube ich, drin haben. Ich guck's gerade nochmal durch. So, da haben wir Englisch drin, da haben wir das drin. Den haben wir ausgewählt mit einem Anzug. Privatleben haben wir mit dabei. Wir sind ledig. Okay, super. Also, nehmen wir den, starten in Deutschland. Und da kommen sie auch schon, die ganzen Regionalligisten. Und ich habe mir überlegt, jetzt kommt nämlich das wirklich crazy Ding dabei. Ach du Scheiße, die Eintracht Bamberg startet schon mit minus 25.000. Das ist natürlich super. Ich habe mir überlegt,
dass ich mir eben nicht so ein SV Elversberg nehmen will, die in der Tabelle schon auf Platz 4, also auf der starke Rangliste auf Platz 4 geführt werden, sondern ich will mir einen Verein nehmen, der ziemlich weit unten steht, also so einen oder so einen. Jetzt will ich natürlich nicht gerade mit minus 25.000 Euro anfangen, da sind wir wahrscheinlich schneller pleite, wie wir gucken können. FC Eintracht Bamberg 2010 e.V., das heißt, die wurden erst gegründet, oder wie, 2010? Das ist ja der Hammer. Ich muss da jetzt mal reingucken. Also für einen Spaß muss ich jetzt mal reingucken. Wert des Kaders, Wert des Clubs, also das verstehe ich nicht ganz. Wieso die mit Miese anfangen? Ja, die haben... Die Vereinsfarben gefallen mir auch nicht so wirklich. Das erinnert mich so an den AC Florenz. Den habe ich auch mal gespielt mit so lilafarbenen Trikots. Ich weiß auch nicht. Also dann lieber sowas Rot-Blaues, so Hülz, VfB Hülz. Ja, das hat doch was, oder? VfB Hülz, das hat was. So, wie ist denn der Präsident drauf? Normal? Wir haben sogar den einen oder anderen schon ein bisschen stärkeren Spieler dabei. So, das hier wird unser Kader sein. Sehr umfangreich, wenn man sich das mal anguckt. Wir haben keine zweite Mannschaft, aber wir haben eine A-Jugend und eine B-Jugend. Und wir sind irgendwo da hinten. Und da habt ihr den FC Krai, ja. Also das war der, wo ich gesagt habe, den wähle ich direkt aus und dort starte ich meine Karriere. Jetzt sind wir gerade mal zwei Plätze weiter vorne. Ich glaube, das werden wir verkraften. So, und mit dem FC Hülz oder VfB Hülz tun wir jetzt mal verhandeln. So, wir wollen einen guten Einstieg schaffen bei denen. Ich glaube, 50.000 im Jahr reicht erstmal. Wir müssen ja nicht gleich übertreiben. 1% Gewinnbeteiligung. Ich versuche mal, ob ich da einen Zwei-Jahres-Vertrag kriege. Und 775 nehmen wir dafür für Auslandsangebote oder Angebote aus einer höheren Liga. Und vielleicht noch, na gut, wenn ich sage, nur für diese Liga gültig, kann sein, dass wir aufsteigen und dann schmeißen die mich raus, holen sich einen besseren und wir müssen wieder Regionalliga spielen. Na gut, ich meine auch nicht verkehrt. Für 50.000 in der dritten Bundesliga als Trainer arbeiten will man natürlich auch nicht. Ja, Ziel ist nicht Abstieg, also das gibt ein Highlight hier. So, Angebote höhere Liga, die wollen wir auf jeden Fall nutzen, falls mal irgendwie ein Drittligist kommt, der sagt, komm zu uns und rette unseren Arsch. So, und Auslandsangebote, die wollen wir auch wahrnehmen können. Vielleicht kommt ja der FC Barcelona direkt in der ersten Saison und sagt, ey, du bist ein No-Name, wir brauchen dringend einen neuen Trainer, wir wollen dich. Das ist im Prinzip auch das Ziel hier. Ich will diesen Nick Frei wirklich als Karriere spielen, so nach dem Motto aus der Trainerschule rein in den einen der kleinsten Clubs der Liga. Jemand anders gibt dir da eh keine Chance im ersten Moment, sag ich mal, wenn du No-Name bist. Und ja, mit dem eben einen Ruf erarbeiten, um dann irgendwann bei einem großen Club spielen zu dürfen. Ne? Nicht mit den Grasshoppers direkt einen Titel holen, in der zweiten Saison gleich die Champions League gewinnen, dann nach Malaga wechseln und dort richtige Stars kaufen können, die 20 Millionen wert sind. Das ist natürlich ein bisschen... Wir gehen hier wirklich die harte Schule. Für das andere haben wir ja Mainz 05, den Manager dort. Mit dem können wir ja auch wechseln und machen und tun. Also, den Vertrag versuchen wir mal zu kriegen. Jetzt muss ich aufpassen, ich habe da die Angewohnheit, hier unten drauf zu drücken, dann nehmen wir natürlich das an, das wollen wir nicht. Wir wollen diesen hier vorlegen und wollen versuchen, den da durchzubringen. Also das da oben haben sie relativ schnell alles anerkannt, hier unten meine Klauseln wollen sie nicht so schnell durchwinken. Oh, Auslandsangebote lassen sie durchgehen. Oh, der verliert langsam die Geduld. Ich habe Angst, nochmal drauf zu drücken. Was machen wir, wenn die uns nicht mehr nehmen? Tut, 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 tut.
Okay, wir wollen es nicht übertreiben. Ich glaube, wir nehmen das an. Auslandsangebote sind ja drin. Wenn uns vielleicht ein österreichischer Club oder ein Schweizer Club anbietet, dass wir dort arbeiten können, ist das ja auch nicht verkehrt. Machen wir uns stärkemäßig schon ein bisschen höher angesiedelt wie hier in der Regionalliga. Tja, Nichtabstieg und unteres Mittelfeld sind unsere beiden Saisonziele für die nächsten 2 Jahre hier beim VfB Hüls. Da unterschreiben wir mal. Ich hatte ja beim Fußballmanager 13 auch den, ich weiß gar nicht, wie das hieß, Fanpaket für niedrigklassige Vereine übernommen und so weiter. So, Regionalliga West. Ja, da sieht man uns. Ich weiß gar nicht, wie sind die Bedingungen? 162.000 kriegen wir dafür, dass wir in der Regionalliga spielen und das war's. Ne? Da gibt es dann 20 Mannschaften und ansonsten die ganz normalen Regeln hier für Deutschland und der Erste steigt auf. Also du musst Erster werden, sonst Problem. Ja. Gut, bei Köln hätten wir jetzt kein Problem. Wenn Köln Erster würde, würde der Zweite aufsteigen, weil Köln ja momentan Zweitligist ist und du darfst ja mit deinem zweiten, mit deiner zweiten Mannschaft maximal 2 Klassen unter der ersten sein. Also das heißt, wenn du einen Erstbundesliga-Verein hast, kannst du niemals in der zweiten Bundesliga mit der zweiten rumkicken, sondern maximal in der dritten Bundesliga. Also immer übersprungen einer. Und wenn du zweite Bundesliga spielst, eben Regionalligen. Gibt aber auch viele Bundesligisten, die Regionalligamannschaften haben, weil die nehmen es da nicht so eng. Das ist ja nicht das Hauptgeschäft. Kann schon mal passieren, dass da Dortmund absteigt oder auch Bayern 04 Leverkusen, dass die dann mal aus der dritten Liga absteigen, wenn sie eben nicht so die Top-Spieler da drin haben und spielen sie eben eine Regionalliga. Es ist ja eh nur eine Aufbauliga für die zukünftigen Stars und der Rest wird irgendwann aussortiert. Gut, also hier spielen wir in der Liga Regionalliga West. Und das Ziel ist nicht Abstieg. Wir haben kein Transferbudget, wir haben kein Geld. Das ist auch normal da unten in den Ligen. Wir haben keine Kohle. Wir verpflichten, wenn, dann fürs nächste Jahr und versuchen dann immer ablösefrei zu verpflichten. Das ist auch so eine Krankheit in den unteren Ligen. Und die Infrastruktur ist hier schon stark belastet. Ich habe es natürlich hier noch gut erwischt, denke ich mal. Ich versuche mal noch ein bisschen Geld hier umzuschichten. Nochmal 5.000 hier in die Infrastruktur rein, dass das alles ein bisschen besser passt. Vielleicht kriegen wir auch nochmal 5.000 hier hinten rein. Da stehen wir nicht ganz so nackig da. So. Und Nichtabstieg. Ja, alles geben. Ist auch ein Ziel, was man ausrufen kann. Dann ist die Jobsicherheit zumindest schon mal gefährdet. Aber Nichtabstieg muss natürlich Saisonziel sein, dann sind wir eben weg. Wenn wir es nicht schaffen, entlassen wir uns eh und dann müssen wir warten, bis wir einen neuen Job kriegen. So, wir übernehmen das und hoffen. Ne, der hat uns jetzt hier wieder alles gelöscht, weil ich das umgestellt habe. Das darf nicht wahr sein. So, wir nehmen hier 10.000 raus, packen hier 5.000 rein und hier 5.000 rein. So, haben wir es jetzt wieder, was ich wollte? Genau. So, das übernehmen wir jetzt und hoffen, dass wir nicht ins Minus gehen. Und wir sind schon im Minus. Zack, direkt volle Kanne rein, über 300.000. Tja, super, neue Herausforderungen für Nick Frei. Und wir sind beim VfB Hüls. So viel zu, du nimmst ja immer nur Top-Clubs. Nein, nehme ich nicht. So, also wir stellen da wieder unseren Buddha hin. Und hier drüben, da mache ich mal, also da habe ich in letzter Zeit, habe ich da immer diesen Ball, so einen Knautschball. Wobei, ich finde es eigentlich gar nicht so verkehrt, da auch mal den Vereinsschal liegen zu lassen. So, blau-weiß. Ne? Blau-weiß-Hüls. Okay, dann haben wir noch ein paar Optionen einzustellen. Das ist natürlich die geilste Herausforderung. Da hast du einen Regionalligisten und dann steht da Gewinne die WM als Herausforderung. Ich glaube, es gibt nicht mehr viele andere Herausforderungen, die ich in dem Fußballmanager noch erreichen kann. So, wichtig ist, dass wir hier die Stadien beibehalten, dass sie durch den Ausbau nicht beschädigt werden. Habe ich auch schon im anderen Let's Play gesagt. Da brauchen wir nichts ändern.
Voreinstellung wollen wir die Mails und vom Interview anhalten und täglich, auch wenn wir da nicht alles machen, täglich und optionale Bildschirme. Wollen wir Nationalspieler, wollen wir natürlich nicht immer abstellen. Das ist natürlich auch super, ne? Als Regionalligist Nationalspieler abstellen. Wir lassen uns informieren über die Pokalergebnisse vom Europapokal, Meisterliga und nationaler Pokal. Und am Quiz nehmen wir nicht teil. So, ich bin jetzt gerade am Gucken. Spieler reinkarnieren lasse ich absichtlich mal an, weil ich die Hoffnung habe, dass es die Datenbank ein bisschen kleiner hält. Das habe ich ja sonst immer ausgemacht und der Rest scheint so okay zu sein. So, 3D-Spielerköpfe bin ich noch am überlegen, ob ich die ausschalten soll. Weil er in der Teamdynamik da die ganzen Spielerköpfe immer nachlädt und das ruckelt sich dann einen ab und das macht natürlich auf Dauer nicht so einen Spaß. Auf der anderen Seite sieht man dann halt nirgends mehr Gesichter von den Spielern und das sind einfach nur Namen. Ja, ich lasse es mal an. Wir können es ja im Nachhinein noch ausschalten. So, im privaten Bereich, der ist natürlich auch wieder mit am Start und mit dabei, sehen wir, dass wir nichts besitzen und wieder nichts können. Das ist ja auch so eine Krankheit. Wir wollen im Ausland bis in die vierte Liga runter alles Mögliche haben. Und wenn wir 8,3 Millionen hätten, könnten wir den Club hier kaufen. Deshalb wollte ich ursprünglich auch mit dem anderen Manager so 10, 15 Millionen sammeln und wollte dann meinen eigenen Verein gründen oder eben einen kleinen Verein kaufen. Das hat uns leider der Fußballmanager nicht zugestanden. Der war der Meinung, dass er vorher nicht mehr gehen will. So, wir lernen. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir es mal ganz knallhart machen sollen und sollen wir Französisch lernen. Es ist nicht unbedingt so die Top-Liga, aber die sind auch schon im internationalen Geschäft dabei. Ich habe ja sonst immer Spanisch gelernt. Ich glaube, wir lernen diesmal einfach Französisch. Dann gehen wir vielleicht mal nach Frankreich in irgendeinen Fußballclub dann, wenn wir Französisch können und kriegen da Angebote. So, im Stadion, das ist besonders toll, haben wir 6.000 Plätze. Also das ist wesentlich kleiner wie das von Waldhof Mannheim. Waldhof Mannheim ist so wirklich die Hausnummer gewesen. Ich weiß nicht, wie ich das am besten ausdrücken soll. Also die haben ja ein Stadion, die waren ja mal, glaube ich, zweite Bundesliga. Die haben ein Stadion mit fast 30.000 Plätzen, also 27.000 oder sowas, in ihrer Stadionkapazität. Der Unterhalt für das Stadion, da frisst man eine ganze Kohle auf. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich die ganze Kohle beischaffen soll. Bin mal gespannt. Mit denen gehe ich bestimmt pleite, bevor die Saison rum ist.